Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber, in meinem neuen Video, wie du einen Brautstrauß transportierst. Und ich habe hier einen wunderschönen Brautstrauß und es gibt nicht immer alle Blumen zu jeder Jahreszeit. Die Braut, die hat als Wunschvorstellung, hatte sie solche Blüten. Und es gibt natürlich keine Pfingstrosen, es gibt keine Anemonen, ja, und die Zeit ist vorbei, wir haben nicht Frühjahr und wir müssen uns immer ausdenken, was wir als Ersatz schaffen. Dann haben wir schöne kugelige Rosen, ah, es ist so schön, wie ich das in der Kamera mal zeigen kann, schöne kugelige Rosen. Wir haben für den als sommerliche Blüte den Dill, wir haben die Eukalyptusblätter, also wie in der Abbildung. Und das hier ist eine Rose. Die ist also so fädrig, dass sie fast wie eine Pfingstrose ist. Wir haben auch Nelken reingearbeitet. Und diesen wunderschönen Brautstrauß, ich gehe mal einen Schritt zurück, weil sonst manchmal immer der wäre so riesig ist der gar nicht. Den wollen wir natürlich jetzt nicht einwickeln und einfach so legen, weil wir wollen ja auch nicht, dass da eine Blüte zerdrückt wird oder dass die irgendwie Schaden nimmt. Und damit man den richtig gut transportieren kann, zeige ich gleich eine super Transportlösung. Aber zuerst wollte ich noch mal zeigen, es gibt noch viel mehr, was für die Hochzeit, was wir auch vorbereitet haben. Es gibt viele Tischgestecke und es ist eine Hochzeit, da sind die Tische ganz locker gesetzt, natürlich passend zur Zeit mit Abstand. Das sind die Tischgestecke. Auch genau im Stil wie der Brautstrauß mit diesen fädrigen, schönen Blüten. Duftig, sommerlich, locker. Ich drehe es einfach mal, dass man es gut sieht. Hier ist also eine ganz tolle Dahlie mit so einem wunderschönen Farbverlauf drin. Das ist eine Rose, die sieht fast aus wie eine Ranunkel, weil die so eine grüne Mitte hat. Also es ist eine sehr schöne Mischung in Creme, Aprikot. Und hier sieht man hier oben, ist dann noch so ein Tischgesteck. Und was ich dann morgen mache, da zeige ich auch noch Fotos, aber ich kann es hier schon mal zeigen, was ich vorbereitet habe. Moment, oh, jetzt kommt mein ganzer Aufbau im Hintergrund ins Rutschen. So, hier bin ich wieder. Ja, also was ich vorbereitet habe für morgen sind natürlich, ich habe Blütenblätter gezupft von Rosenblüten und die werden morgen auf den Tischen um die Kerzen herum dekoriert. Das heißt, ich werde Kerzen stellen, aber da zeige ich noch ein Foto. Die kommen jeweils auf ein Blatt Weinlaub. So. Und da kommen dann Blütenblätter drumherum und Blütenköpfe. Da zeige ich auch noch schöne Bilder. Das ist immer eine sehr, sehr wirkungsvolle Dekoration. Und die wird auch total gern genommen. Und wenn man eine qualitativ hochwertige Stumpenkerze nimmt, und da rate ich auch dazu, Qualität zu kaufen, weil da lohnt es sich echt nicht zu sparen, dann laufen diese Kerzen auch nicht aus. Und die kann man auch ganz locker einfach auf den Weinlauf stellen. So, jetzt haben wir eine kurze Pause. Moment. So, ich bin mal wieder alleine und ab und zu kommt auch Kundschaft. Aber es hält mich nicht davon ab, euch die schönsten Dekorationen zu zeigen. Ich freue mich immer total. Und ja, ich habe, um die Kerzen auf dem Weinlaub schön mit tollen Blütenblättern zu dekorieren, habe ich Rosenblüten, die schönsten Rosenblüten gezupft, ja, ausgedreht, die Blüte. Und habe auch noch ein bisschen meine Dahlienblüte dazu. Hier sieht man es. Und um die haltbar zu machen, habe ich die in Folie gemacht und habe das angesprüht und gebe den Blütenblättern ein feuchtes Medium, weil die Hochzeit ist morgen. Und jetzt habe ich schon mein Kästchen mit den Kerzen, mit den Blütenblättern. Das ist also, der Teil ist schon fertig. Und des Weiteren gibt es ja Videos mit meinen hohen Vasen. Wer mich schon ein paar Tage verfolgt, der hat es also schon öfters gesehen. Ich liebe die hohen Vasen und hier sieht man auch, wie schön die sind. Das ist ganz dick, die toll, diese hohe Vase. Und da haben wir unten ein paar Dahlien schwimmen lassen, haben auch wie im Brautstrauß den Dill reingemacht und haben natürlich, damit es eine hohe, tolle Raumdeko ist, haben, es ist immer blöd, dass man mit YouTube querfilmen muss, aber so kann ich einfach die Vase die ganze Länge zeigen. Ja, und damit diese Vasen eine schöne Raumdeko geben, haben wir die mit Gladiolen und Lilien gefüllt. Und die kommen auch, weil in dem Raum, in dem gefeiert wird, da sind die Ecken so ein bisschen kahl. Und deswegen sind hier zwei schöne, hier ist die zweite, zwei schöne Vasen gefüllt in Weiß-Rosé. Also beide identisch.
und sollen diese Ecken dekorieren. Des Weiteren habe ich auch noch ganz tolle Blütenköpfe, Rosenblütenköpfe, schöne Nelken, tolle Blüten. Die kommen morgen auch zu den Kerzen auf dem Weinlaub. Aber davon kommen morgen die Fotos von dem Tisch. Und ja, jetzt habe ich erstmal das Problem, wie eingangs erwähnt, wie transportiere ich diesen Brautstrauß am besten, um ihn nicht einfach zu legen, vor allem wenn ich ja alleine bin. Und ich kann ihn im Auto natürlich, während ich Auto fahre, nicht festhalten, weil der Bräutigam, normal ist es der Job vom Bräutigam, der kommt morgen und der holt diesen Brautstrauß ab. Und damit dieser Brautstrauß gut transportiert wird, nehme ich einfach eine ganz normale Schachtel. Ja, die muss jetzt nicht immer ganz so groß sein, aber ich nehme mal eine, die anstrengend. So, sorry, ein bisschen Krach machen muss ich auch. Ich nehme mal eine Schachtel, die auf jeden Fall hoch genug ist, damit die Stiele reingehen. Ja, von der Höhe her. Die müssen natürlich verschwinden. Und dann schneide ich erstmal ein schönes, kreisrundes Loch in diese Schachtel. Zack. So, und jetzt könnte ich das natürlich auch so mitgeben. Das würde auch gehen, weil bevor der Strauß abgeholt wird, wird natürlich wieder, und dazu verweise ich wieder auf mein Brautstrauß-Video, wird natürlich der Griff mit einem schönen cremefarbenen Band gewickelt, mit einer Perlstecknadel abgesteckt. Und wenn der dann abgeholt wird, dann kann man den hier so schön auf diese Box setzen. Und im Auto fällt nichts um, es wird keine Blüte zerdrückt und der Strauß kann wunderbar transportiert werden. Aber es ist mir jetzt natürlich auch nicht schön genug. Ich lebe ja von Ästhetik und im Blumenladen wollen wir ja die Sachen wirklich immer schön machen. Das ist ja der Grund, warum die Kunden zu uns kommen. Die wollen bei uns schon etwas Besonderes, weil so gewöhnliche Sachen, die kann man sich auch selber machen. Und wir leben ja auch, wir haben ja auch immer ganz viele Ideen, um die Dinge schön zu machen. Und damit dieser Brautstrauß natürlich noch viel schöner aussieht, wird er ganz einfach die Box, die wird eigentlich wie ein Geschenk quasi verpackt. Ja, das heißt, ich nehme schönes Papier und packe die Box mit dem Papier ein. Kennt jeder vom Geschenke verpacken, so ein bisschen wie Weihnachten. Da muss es auch immer was Hübsches sein und es muss auch immer adrett aussehen. Genauso ist es auch zur Hochzeit. Und ich packe diese Schachtel. So, ich packe diese Schachtel dann mit dem Papier ein. Und genauso wie ich ja auch ein Geschenkepäckchen einpacke. Das hat ja jeder von uns schon tausendmal gemacht. Und das ist jetzt kein Hokuspokus. Ich schneide jetzt natürlich nochmal das Papier aus in Form von diesem kleinen kreisrunden Loch. Und wenn jetzt morgen mein Bräutigam kommt und dann dieser Brautstrauß abgewickelt wird, dann hat es natürlich ein ganz anderes Bild, wenn ich dem jetzt den in der Box so mitgebe, wie in so einem normalen Karton. Ja, das ist die Art und Weise, wie wir dem Brautpaar die Brautsträuße im Auto schön sicher mitgeben. Die brauchen das nur noch aus dieser Box rausnehmen und die finden das ganz toll. Vor allem, wenn die Braut gerade am geschminkt wird und die sagt: Ah, Himmel, ich habe keine Vase und wo soll ich hin damit? Das ist die Lösung. Ganz einfach, aber super effektiv. Ansonsten geht es morgen weiter bei den Tischen. Ich zeige euch auch noch, wie die Tische gedeckt werden und wie das dann aussieht mit den Kerzen, mit dem Weinlaub neben den Gestecken. Aber das ist erst morgen, deswegen habe ich ja die Blütenblätter haltbar gemacht. Und wir sehen uns dann gleich. Bleibt dran! So, hallo, nun sind wir in der Location. Und ich habe zu den Kerzen Blütenblättern arrangiert und Rosenblütenköpfe. Und das sieht dann immer ganz toll aus auf dem Weinlaub. Das sind also einfach nur einfache Stumpenkerzen. Die Gestecke, die Tischgestecke sind in der Mitte natürlich und auf beiden Seiten jeweils sind die Kerzenarrangements. Hier sieht man auch noch auf den anderen Tischen. So ist alles wunderbar arrangiert. Und es gibt hier in der Räumlichkeit so lichte, hohe Ecken und unsere Riesenvase, man sieht, die war so groß im Laden,
Und die Ecke ist also doch relativ klein. Und damit aber die Ecke auch schön dekoriert ist, haben wir auch diese hohen Vasen hier hochgestellt und haben damit eine tolle Deko, weil die Aussicht ist ja auch wunderbar. Es ist nämlich hier Königstein im Taunus und man kann ganz toll hier in den Kurpark gucken. Ja, das war das Video des heutigen Tages und ich kann das Video gar nicht umdrehen. Auf jeden Fall sage ich jetzt Tschüss und hoffe, ich bin schön im Bild und wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Dekorieren, beim Blumenstrauß, Boxen, Basteln und sag einfach Tschüss, bis bald. Alles Liebe, eure Margit. Thank you.